Und damit herzlich willkommen. Es ist das erste Grand Prix 2 Rennen in neuen Gefilden und ich habe immer noch keine Regale vor mir. Schwengeldengel. Two more to go. Ich habe immer noch keine Regale vor mir. Regale! Und ja, auch noch kein Vorhang. Darum ist immer noch so dieses Reden gegen eine flache Wand. Aber egal. Der Slimfast haut einen raus. Dankeschön. Sehr nett von dir. Dir. Ja, ich habe es ein bisschen umstrukturiert. Nach dem ersten kleinen Bastelausflug hängt der Streaming-Bildschirm jetzt an meinem ehemaligen Monitorarm. Das heißt, ich kann das perspektivisch auch wieder so gestalten. Und kann ihn auch darüber ziehen. Wenn man dann normal Retro zocken sollte. Mit meinem Lenkrad komme ich aber leider nicht an den Tisch. Oh ja, das hört man. Das hört man auch. Resonanz! Das überträgt sich ein bisschen. Wir sehen eine hässliche Tür. Passt auch nicht. Ja, mein Gott, das Poster hängt halt noch da. So hässlich ist die Tür nicht. Hallo, da hängt Bernd das Brot. Nicht so viel auf einmal verlangen. Ich bin auch nur ein Mensch. Ja. Das Ding bekommt Vibrationen mit. I have to play. Schwengeldengel. WTF. Ich jetzt anfangen, Mikrofonhalter zu dämmen. Bananarama Man, yeah, danke fürs Abo. Say what the fuck? I have to play. Schwengeldengel. Am besten müsste ich die Mikrofonhalter auch an die Wand donnern. Wir haben das gleich. War doch gerade eben schon nicht schlecht. Schon. Peppet an it ans Real. An was für ein Real? Ja, wenn hier die Regale, wenn die Regale hängen, dann kann man das Ganze vielleicht umgestalten. Und danke fürs Abo, Kobold. So, einmal bannen bitte. Mach sie an die Decke. Ne, wie denn? Nee, pass auf, wenn ich die Regale hier hängen habe, dann haben wir ein Regalbrett, da steht kein Rechner mit drauf, dann geht das schon. Wenn das Auto summt, dann ist das eh alles Latte. So, gucken wir mal, ob die Perspektive funktioniert. Ja, da sind die Füße. Hey, das funktioniert. So ein bisschen zu nah dran, merke ich gerade. Oder geht das so? Ah, sollte es so gehen. Ach, du warst flott, Matze. Mach dir keinen Kopf. Don't make yourself a hat. So. Grand Prix 2.
heute in Hockenheim. Ich sehe das Spiel wieder nicht. Wo sind Microprose Games? Microsoft Games? Da. Meine Fräse, ey. Der Kopf muss übers Lenkrad. Kam keine Meldung für meinen Resub. Nein! Kein Ton! Warum nicht? Ach, der Regler. Wunderbar. Fliegst klar beim X-Plane. Wupp, wupp. Sehr geil. Es flimmert mir das Gesicht weg, aber egal. Lasst uns das nochmal kalibrieren. Nachdem ich es jetzt ein und aus und zick und zack und bumm und bam. Ach ja, ist das schon lange her hier. Die letzten beiden Rennen haben wir nicht abgeschlossen. In den letzten beiden Rennen gab es Getriebeschaden. Und jetzt geht's nach Hockenheim. Punkte, machst du nix. Ja, Hockenheim, fantastisch. Ich mag Hockenheim überhaupt nicht. Aber wer weiß das schon so genau? Motor Hockenheim war immer gut vom Motorschaden, ja. Anyway, ab ins Freitagstraining. Und ich glaube, wir können als allererstes mal in die Wageneinstellung, weil wir kennen die Strecke ja ungefähr. Irgendwie geht es immer nur geradeaus. Ich habe mir überlegt, vielleicht mal so. Heckspoiler ganz runter. Frontspoiler lassen wir mal auf 10. Und dann fahren wir einfach mal. Vielleicht hängen wir noch ein bisschen weicher auf. Natürlich ein bisschen tiefer, ne? So, ja, zwei Dinge da weg, zwei Dinge da weg. Ne? Oder was meint ihr? Wengerwengel! Bärchen! Jawohl! Noch zu kurz übersetzt! Okay, direkt wieder ab in die Box! Trinken, lol. Ich hab grad getrunken. Und mehr Boden frei. So.
Lat, 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 lat. Zibber. 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 Und Zibber. Upp, upp. Und da machen wir Zibber. So, erster Gang einfach länger. Schöne Allee, ne? Pseudo 3D. Sitzt ein bisschen zu tief. Sorry. Was hat der denn gemacht? Der ist erstmal über die Wiese. Was hat der gemacht? What the hell is wrong with you? Bärchen eskaliert und gibt einfach mal einen Haufen Abos aus. Was zur Hölle? Holy shit! Juhu. Dankeschön! This was way too late. Ja, ja, ich schaue auf die Straße. Guten Abend, doofen Pfand, ich grüße dich. Hockenheim, Baby. Wupp, wupp, Maurice. Okay, get used to it. Ist noch alles sehr ungewohnt hier. Tiefland. Juhu! 6,7 Kilometer sind das, glaube ich, ne?
Das ist schon geil, dann fliegst du hier ins Motodrom. Läuft doch, oder? Genau, Crowder. Extra rote Socken gekauft. Man muss halt nur super vorsichtig sein beim Rausbeschleunigen. Und weg ist er. Das geht natürlich ganz böse dann in die Hose. Zu spät gebremst. Hi, Papst. Wenn du zu spät bremst, Halleluja. Ist der Arsch weg. Frontflügel, Heckflügel. Okay. Ja gut. Ja gut, okay. Ich glaube, das Setup ist soweit ganz gut. Ein bisschen Frontflügel brauchst du, sonst kommst du durch die Kurven nicht so gut. Bin dann mal dahin gelaufen, wo die schnellste war. Also. Auf der alten Strecke warst du mal. Sehr cool. Ja, knallen wir doch mal eine Runde hin und dann gucken wir, was passiert. Ja, moin Sebastian! Ja, war ja gerade freies Training, hallo?
Das Getriebe muss nur halten. Komplett zerlegt. Paff. Nochmal. Der arme Kerl. Ja, Budget gecrashed. Ich glaube, bei den Chefen bin ich eh durch. Oh, schau, ein Dreirad. Wenn es heute nicht am Getriebe liegt, dann zerstöre ich das Auto halt auf der Strecke. Namen Sebidev, grüß dich. Moin, interessant, Andi. Naja, guck mal hier, ein Reifen hier und Flügel da. Bisschen zu spät. Thank you.
wie die Bäume sich da hinten so ranziehen. Ja, es war nicht so sauber gefahren wie vorhin. Und noch zu schnell. Danke, Axt. Cyberhase! So, jetzt knallen wir mal eine hin hier. Servus Scout. Du kommst nur bis gelb, aber ich keine Luft mehr für Windschatten. So Gott will, haben wir gleich Windschatten. Kurve. Und tschüss. Fahr doch zu Netto. Ah, vorspulen. 1,475. 1,471. Cool Tat. Krass. Schumacher ist auch schneller. Mehr Druck hinten. Aber dann habe ich doch keinen Topspeed. Guten Abend, das Schmitzel. Dann habe ich doch keinen Topspeed, Mi. I have to play. Schwengeldengel. Schwengeldengel. Equinox. Wup, wup. Er verzögert eigentlich super. Ich muss nur die Bremspunkte ein bisschen besser finden.
Zimmer fertig? Nein. Aber auf einem guten Wege. Komm, wir gehen noch einmal raus mit frischen Reifen. Nur den sechsten. Jetzt habe ich sie alle kürzer gemacht. Nimm Hanföl von Seitenbacher. Hanföl. Schön. Wupp, wupp. Das ist Hockenheim. Was soll ich denn in Hockenheim mit Heckflügel? Wo ist der sechste Gang? Komme ich an den Ligier nicht ran?
Mike. Boop, boop. Ja, Hochbanane. Ich habe auf den Chat gehört und den sechsten kürzer gemacht. Ich habe ihn um einen Punkt kürzer gemacht. Das ist immer das, was ich falsch mache. Und dann ändere ich es und dann war es doch richtig. Fuck! Aber hey, hat für Pole gereicht. Erstmal. Ich weiß nicht, die kurze Übersetzung davor ist ja nicht schlecht zum Rausbeschleunigen. Vielleicht machen wir den sechsten einfach generell einen länger. Hinten noch einen Millimeter tiefer. Können ein bisschen Frontspoiler wegnehmen. Dann müssen wir gucken, wie wir dann durch die erste Kurve kommen. Geht er noch wie geschnitten Brot. Namen Craig Gorn. Moin Lucifer. Tage des Döners. Wie einfach so mit 260 ins Motodrom reinknallst. Rausfahren. Aber Flügel gefällt mir eigentlich ganz gut. Eine Kurve habe ich gerade falsch angefahren. Xavius von Black. Ja, ich kann den Motorsound ein bisschen näher machen.
sie sollen noch weniger Frontflügel machen. Ich kann mich halt nur daran erinnern, wie das damals war, als wir mit der Autobremse gespielt haben. Mehr? Aber ich habe ja nicht das. Ich habe ja nicht so wirklich ein Problem mit Untersteuern, oder? Kommen wir eigentlich gut durch die Kurven. Vom Ton jetzt besser für euch. Hoppala. Supi. Irgendwas war hier. Okay. Das erste war auch schon 3D. Stunt Car Racer war aber das erste, oder? Bisschen zu spät. Gut, 47,5 hatten wir vorhin auch schon. Wenn du so wie die Curbs räuberst, nichts mehr machen. Hier gibt es nur eine Reifensorte. Dankeschön. Thank you.
Das war ganz gut, glaube ich. Jo. Das hat sich gut angefühlt. So, das war eine Zeit. 1,45. Was ist denn los? Das ist der Hockenheimring, ja. Heute mit Netzteil. Ja, ja. Ich hab's heute schön gefunden. Mal die Boxen einfach gleich üben. Okay, das war zu schnell. Alrighty, right. Sollte für die Pole reichen. Jetzt ist natürlich die Frage. Im Rennen fahre ich ja mit mehr Sprit.
Größtenteils. Huh. Was ist denn? Was ist denn komisch? Was habt ihr denn? Irgendwas habt ihr gerade mit der Kamera gesagt. Was ist mit der Kamera? Was ist das oben rechts? Rot mal gelb. Du meinst die Anzeigen im Cockpit. Die zeigen mir an, dass ich nur noch wenig Sprit habe und so. Und dass ich in die Box muss. Zeit des Laufs. Pole Position. Vor Coulthard. Schumacher, Hill, Berger, Häkkinen, Panis, Katayama, Barrichello. Also ich sehe in der Kamera einen Cracky. Wupp, wupp. Ja, ich kann bei dem Spiel halt, das ist halt ein DOS-Spiel. Das läuft halt auf seinen 70 Hertz oder was. Nee, 60. Ich kann im DOS-Spiel kann ich ja nichts einstellen. Also gut, mit einem Weser-Treiber und so einem Klimbim, das müsste man mal irgendwann mal eruieren. Da geht dann glaube ich was. Grüße aus dem Österreich-Urlaub. Wupp, wupp. An die Rennstrecke. Dankeschön. Können wir mal in uns gehen bezüglich des Setups? Läuft der Ryzen gut jetzt? Oh, ich denke schon. Ich habe nicht so viel Zeit gehabt die Woche. Bisher sieht es aber ganz gut aus, glaube ich. Also vom Fahren her gefällt es mir gut. Das sind 23 Runden. Ich tendiere ja stark zu Einstopp. Assetto Corsa, Competizione. Ja, das spiele ich, wenn ich hier die Saison durch habe. Soll ich mich vorher ein anderes Rennspiel gewöhnen, weil bei modernen Racern, da kacke ich ab. So, jetzt schon. Ich sehe vor lauter Grafik die Strecke nicht. Ja, den sechsten noch einen hoch. Das ist der Faktor, den ich gerade meinte. Ich bin ja mit mehr Sprit unterwegs. Den Großteil. Wo, yeah, 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 yeah. Danke fürs Ryzen Gamer, 3 Monate, schönes Wochenende, jawohl. Nichts mehr machen. Das ist das 9. Rennen. Das ist jetzt ein ganzes Spiel wie im Original. Spielstärke ist Amateur Gringo, das ist nach wie vor. Quasi einen über ganz leicht. Aber die Autos sind trotzdem schnell genug. Nummer 6. Sieben. Buff. Wir können mal eine Probe aufs Exempel machen. Den ersten kürzer, damit ich mich schneller drehe. Nein, danke. Ja, Spritrunden 12. Am Anfang des Rennens, wenn wir Stopp in Runde 15 machen oder was, haben wir glaube ich 15 Sprit, Runde 11 machen, dann haben wir glaube ich 15 Spritrunden drin. Guten Abend, Picasso! Wuhu. We'll be right back.
Gib Steven, meinst du? Meinst du, ist voll entspannt? Was sollen wir hier auf Terrain machen? Ja, ich bin komplett umgezogen, ja. Also noch dabei. Aber der Großteil ist geschafft. Ich komme nicht an den Banditen ran, ne? Doch so ein bisschen. Hockenheim habe ich jetzt wieder in der Doku gesehen, oder ne, vielmehr ein Rennen, Live-Rennen-Aufzeichnung vom ORF 1972. Und da war das dann halt wirklich so, dass die Cosworth-Motoren, die waren halt irgendwie leichter, haben weniger Sprit gebraucht und so, die waren dann voll im Vorteil. Und dann irgendwie Niki Lauda auf dem vierten Platz oder so, immer hinterher mit dem Alpha. Aber was der für einen Sound hatte, wie früh die geschaltet haben, verhältnismäßig. Das ist super geil. Kann ich nur empfehlen. Schaut euch diese ORF-Dinger an. F1-Archiv oder wie der heißt, der Kanal. Das ist absoluter Hammer. Na, Ben, Stealth. Guck mal, der Frontflügel, da bin ich schnell in der Kurve wie die Sau. Das tut in den Augen weh, was denn? Das geile Gameplay auf jeden Fall. Ansonsten, da ist die Tür. Brauchst du was nicht. Nö, Grafik tut überhaupt nicht weh. Sehe ich wenigstens, was Sache ist.
Also Scorpion meint, ich könnte hier hinten noch was tiefer sein. Das ist alles CPU berechnet, Leute. 600 MHz, Pentium 3, Instruktionen, volles Programm am Arbeiten. Sowas von. Ja, hier im Motodrom, da geht's richtig ab hier. 70% Prozessorauslastung. So, was gerade gab es irgendwelche Sprüche zum Setup. Die anderen Gänge, glaube ich, wieder kürzer, aber den sechsten so lassen. Dann wäre der sechste noch einen länger übersetzt. Scorp meinte, wir könnten hinten noch was tiefer. Monaco. Monaco frisst auf jeden Fall am meisten. Am allermeisten. Ach, wisst ihr was? Wir lassen das Setup so. Im Zweifelsfall werde ich mich eh zerlegen oder irgendwas geht wieder kaputt. Also gehen wir kurz auf Pipi-Box. Ihr hört die Mucke. Und dann geht's ab ins Rennen. Take no prisoners. Wird schon schief gehen. Das gegen die KI auf der Geraden, habt ihr ja gesehen, geht eh nicht viel. Also ich weiß nicht. Das muss man alles beim Ranbremsen rausholen und die Flotte rechts, Motodrom rein und Start und Ziel raus. Da muss ich die Zeit rausholen. Monaco haut am meisten rein, ja. Monaco ist voll evil. Ich glaube, San Marino ist auch nicht so übel, aber... Yeah, bis gleich.
Super Musik. Das ist die Shootish Money 2. Let's have a drink, baby. Prost! New Moon comes real! So sieht's aus. Dankeschön. Lenkrad! Eckhart! Prost! Stay hydrated. Ich habe Angst vor dem Rennen. Ihr kennt das. Silverstone war so super. Wenn immer so viel los ist, habe ich gar nicht Zeit, die Ryzen-Nacht nachzuholen. Ja, man muss unsere Streams halt tagsüber nachholen, ne? Aber kein Wort in der Berufsschule. Hey, Bitstone! So, ein Wurstblinker. So ein Humbug, hauen Sie ab, Mann. Hier in der Mitte wird das Wurstmagazin eingeklickt. Lieber Kalle, das, was der Malle sagt. Preis-Leistung. Schon genau, was ich antworten würde. Georgs. Erdnatz. Wuhu. Angeblich kann man einfach 8000 schicken. Probieren wir das doch mal. Sehen, verändert sich nichts. Haben wir gestern F1.19 für PC gegönnt. Geiles Game. Ja, wenn man damit was anfangen kann, freut mich. Buff. Dann wollen wir mal ins Rennen starten. So, Rennen! Ein Stopp! Definitiv! Daniel Bauer auf der Pole Position vor David Coulthard, dahinter Michael Schumacher, Damon Hill, Gerhard Berger, Teamkollege, Häkkinen, Panis, Katayama, Barrichello, Irvine, Jos Verstappen, Johnny Herbert, Gianni Morbidelli, Eric Bernard, Martin Brundle, Aurelio Cesaris, Pierluigi Martini, Michel Arboreto, Eric Comas, der Heinz Harald, der Frenzen, Marc Blondel, Christian Fittipaldi, Alessandro Zanardi, Olivier Beretta, David Brabham, Jean-Paul Belmondo, Bongel. Dankeschön! Nee, mit den, also, ich weiß es nicht, keine Ahnung. Ich habe auch kein Interesse, mir das Spiel zu kaufen. Ich habe es gesehen bei dem Streamer.
Wahrscheinlich hat er das auf dem schwierigsten Schwierigkeitsgrad gespielt. Aber allein dieses Reglement. Das mit den Reifen und kein Tanken und... Ich bin halt raus. Ich bin aus der Formel 1 seit 2005 raus. Ungefähr. Das ist einfach nichts mehr für mich. Ich weiß nicht. Und dann hören die Autos sich so kacke an. So. Mir ist der Sound zu leise, tut mir leid. Okay, Start haben wir schon mal hingekriegt. Jetzt nur noch bremsen und Gas geben. Ach ja. Da hatte ich Angst, dass der mich schnappt oder so, ja. Stell den Campingwagen nicht dahin, na 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 na, oder du hast einen Tunnel drin, na 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 na. Mach sie nicht zu, lass sie auf die Schranke, lass uns da durch, doch sonst geht das Zanke. Wir haben aber nicht über Mensch und zwei, Stoppenkelle zu, wir geht's uns frei. Dengel, 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 Dengel. Ba 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 ba, das spielt der Ligier verstecken. Soll, ist das der Jordan? Der blau-grüne da. Das ist Johnny. Ah, der Verstappen. Warum bin ich
Taste vom Gas! Idiot! Das war glaube ich Katayama oder so. Shit! Fuck! Naja. Zu viel gewollt! Zu viel gewollt, Ernie! Nee, Neustadt gibt's nicht. Wird weitergefahren. Durchschnitt. Auf Mockenheimring brauche ich das echt nicht, Neustadt. Das Rennen ist noch lang. Habt ihr das gesehen? Fuck, fuck, fuck! Mann! Ah! Da ist der Spoiler kaputt. Ja, fahren Sie doch! Ganz hinten. Kackstrecke. Ich mag die nicht. Ich finde die furchtbar. Du hast halt das große Problem. Gefühlt bremse ich zu früh an den Kurven, für die KI zumindest. Irgendwie ist die KI da ziemlich fesch unterwegs. Aber in diesen schnellen Kurven bin ich einfach so viel schneller. Und dann denkst du immer, ja, da musst du da irgendwie besser bremsen können, ja? In den langsamen Kurven, aber nix ist. Das ist aber ein fieser Kommentar, heilige Handgranate.
gibt's auch vor Kappa nicht eigentlich. Ich sehe da hinten schon wieder ein paar Pixel fahren. Svenolina, wieder Schaum reingehauen. So weit innen fahren, du Idiot! Zu gierig. Hätte ich einfach auf der Geraden schlabbern sollen. Damn it! Kirby 64! Ja, das war nicht gekürzt, war einfach nur zu weit innen angefahren. Zu wenig Flügel. Einfach zu wenig Geduld. Aber ich hab doch keine Zeit! Auf der Strecke gewinnst du keinen Blumentopf. Auf der Strecke mache ich aber auf den Geraden mache ich überhaupt nichts wett. Es sei denn, ich habe fucking Windschatten. Ansonsten passiert auf den Geraden einfach mal gar nichts. Anakuno, ich war vorbei. 200 Runden Zeit. Was?
Da nehme ich Schwung mit ohne Ende. Da geht der Post durch der Decke. Und tschüss. Mach nicht zu eng, ja. Man will ja Punkte mitnehmen. Fucking flieg auf dem Monitor, komm ab! Locker vom Hocker. Hockenheim. Das ist die Sekundenschlafstrecke, du, ey. Die ist hier furchtbar. Komme ich gleich angezischt hier, pass auf. Ey. Ja, wo machst du hier? Sonnensfahrer oder was? Tschüss. An den Kuchen, an den Horn vorbei. Nein! Mann! Ich wollte hinter ihm einscheren und hinter ihm herjuckeln hier. Aber das Spiel wollte mich nicht lassen. Silverstone, das wäre das Rennen gewesen. Jean-Paul Belmondo. Out of the race. You better look out. What the fuck? Das macht mich so nervös, sowas. Das könnt ihr euch gar nicht vorstellen. Hat er mich angebumst? Nichts passiert.
Genau. Jetzt jeder Schlag auf Schlag hier! Das erste, was du siehst, sind rote Socken. Genau so ist es. Rennfahren hat so Bock, ich hab grad so Puls. Puls 800! Schon wieder! Immer vor dieser Scheißkurve! Müsst ihr Rennen fahren oder was? Fucking langsamer McLaren da! Erste Quere siehst du mehr! Meine draußen! Der Eddie vor mir! Jetzt neben mir, hat er mich wieder. Was ist das, was ich meine? Ja, ey, diese scheiß Schikanen, ne? Werde ich immer so unsicher auch, was das Anbremsen angeht. Das war zu schnell. Das war zu schnell! Fuck! Kommt Jungs, ich komm rein, hat eh keinen Sinn. Auf die Curbs, ja. Auf die Curbs drauf fahren ist immer super, ja. Profis können das. Ich kann das nicht. Na kommt Jungs, letzter Boxenstopp. Ja, aber die Schikanen sind voll teuflisch. Also die allerersten kann ich auf jeden Fall später anbremsen, als ich es sonst mache. Aber die zweite, ey, wo du da an den ersten so weit runter musst, ist voll übel. Aber wenn die dann vor dir Tango tanzen die ganze Zeit, was machst du dann? Boah, das ist so viel reagieren. Und so viel Puls hatte ich noch. Das weiß ich nicht.
hier will ich nicht gleich wieder auf dem Gas stehen, weil sonst der Arsch weg ist. Zu schnell. Ja, Spaß haben, ja, aber Mann, Mann, Mann. Kanada und Silverstone. Verflixt und zugelegt. Oder was? Ne, Frankreich und Silverstone. Alter! Ich lebe noch! Hehehe. Danke, Dwinimon. Weiß Bescheid. Und 500 Runden. Dankeschön! Da ein fucking Rammstein wieder gekommen, Mann. Da war auch einer im Kiesbett. Wenn ich dann so langsam fahre, dann lenke ich zu hart ein und dann kommst du an die Curbs hier, Curbs da, Curbs schießt mich tot. Verdammte Axt!
Dankeschön. Total gut. Es sieht super gut aus. Unglaublich gut. Fantastisch. Darum bin ich auch 19. Ich mag diese Strecke nicht. Habe ich das schon erwähnt? Oh Mann, ey. Immerhin nicht letzter. Ja. Nein! Ach ja. Wie war das? Wir brauchen eine Compilation von allen Abflügen hier in Hockenheim. Da waren die Reifen noch schmutzig. Ach nee, was ein Kack. Soll nicht sein heute. Soll nicht sein. Motodrom, ja. Boah, das war knapp. Da muss ich gerade nachdenken, wie monoton gerade der Motorsound war. Mein Gott! Mein zweiter Gedanke ist, bloß nicht zu früh anbremsen, damit kein Gegner von hinten kommt und direkt in die Lücke sticht, ja? Habt ihr das gesehen, was der da gemacht hat wieder? Keine Ahnung, was die KI hier macht. Multiplayer hat das ja auch, oder Nullmodem. Kannst du zu zweit fahren. Aber ich weiß nicht, ob man gemeinsam mit KI fahren kann. Das wäre eigentlich der absolute Oberhammer. Hier gibt's kein ABS. Ich bremse einfach nur nicht voll. Und auch die Traktionskontrolle ist aus. Also macht's jetzt richtig Spaß.
bisschen zu viel Gas. Deine Stotterbremse ist das Problem. Wann stotter ich denn? Ich stotter dann, wenn ich merke, oh, du hast zu früh gebremst. Ja, was soll ich dann machen? Ja, echt nicht easy, bei den Kurven den richtigen Punkt zu erwischen. Suchen, dann mache ich die ganze Zeit. Hier sind sie in etwa bei 150. Bei der anderen in etwa bei 100. Die Strecke ist halt kacke. Ja, die ist geradeaus und dann... Oh. Also ich mag sie nicht, sagen wir es mal so. Die hat natürlich ihre Daseinsberechtigung. Die Ironie dabei ist ja, dass anscheinend das Auto hält. Fährst quer, siehst du mehr. Oh, da war auch ein Motorschaden. Ach, wir haben es schon verendet. Na komm, den schlappen wir noch. 17. Habe ich Frenz noch geschlabbert. Danke für den Witz.
CPU überlastet. Ist heftiger als anfahren? Nee. Ah. Ja, Satz mit X war auch nix. Ja. Siebzehner. Bremsen noch gezogen auf der Geraden. Tja. So ist das leider. Aber schön war es trotzdem. Hab's schon befürchtet. Die Strecke liegt mir einfach nicht. Fahrer, beste Runde. Yay. Kann mir auch nichts von kaufen. Achso, wer hat überhaupt gewonnen? Coulthard. Schumacher, Hill, Berger. Das äußert sich wie folgt in dieser Fahrerwertung. Diese Punkte. Katayama hat ein Pünktchen mitgenommen. Fahrermeisterschaftstabelle. Sechster Platz. Die Lücke zum dritten wird immer größer. Besser war der Abflug im Qualifying. Ja, der war gut. Der war astrein. Spiel sicher, hein? Hock. End. Ungarn! Ganz anderes Kaliber, sehr langsame Strecke. Hungaroring war damals mein Liebling tatsächlich. Sehr kurze Strecke, aber sehr kurvig. Habe ich damals sehr gerne gefahren. Aber keine Ahnung, wie es mit Lenkrad ist. Damals mit Joystick und Autobremse. Aber gut, nächstes Mal dann. Nächstes Mal. Hungaroring. Vielen Dank fürs Einschalten an alle YouTube-Zuseher. Wiedersehen.